Hallo, in der letzten Folge haben wir fast gar nichts gemacht. Okay. Jo, also. Das reicht das? Okay. Der Beziehungsstatus wurde geklärt. Das war das Wichtigste. Dann ja, der Beziehungsstatus ist jetzt Tante. Ach so, genau. Das fand ich richtig gut, ne? Da waren solche Typen bei mir und haben randaliert und ich hab sie alle getötet. Aber ich bin eine nette Tante. Ich mag die kleinen Babys. Jojo, die beste Tante der Welt. Mhm. Trademark. Sehr gut. Ja. Sind wir nicht Creative Commons? Wir dürfen gerne Trademark aufrufen. Klar dürfen wir das. Nie? Doch. Und zwar... aus Gründen. Ja, das hast du richtig erkannt. Alles klar. Und jetzt wirst du einfach ganz fest schließen. Und der Preis für die beste Nebendarstellerin heute geht an Trollballerina! Wup, wup. So. Ich wollte mir gerade einen Fake-Applaus geben, aber es war schon zu spät. Danke. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber ist okay. Ich dachte, den hättest du bekommen. Aber das ist... ja, ich wollte ihn aber nicht mir selbst geben. Ist doof, ne, wenn man sich selbst Preise gibt. Ja. Das ist traurig. Ich hätte jetzt gern bitte die Grillen. Verdammt. Weil jetzt drückt er auch das falsche Ding. Was kannst du eigentlich? Der kann gar nichts. Viel Spaß und bleib geil. Also, Kaban. Ja. Was ist dein Plan? Ich hab Gunfis Nummer. Ja. Dann rufe ich ihn nochmal an. Jo, dauert ein bisschen halt und dann irgendwann. Jo. Moin. Geht's dir gut, Alter? Ja, nee. Nicht so, sagst du? Nee, ich. Scheiße, mit dir kacke hier. Gott, was hast du denn? Ich hab Seuche. Die Seuche? Keine Ahnung, Alter, aber es wird immer schlimmer. Oh Gott, du, ich wollte eigentlich mal ein bisschen Quatsch mit dir. Jo, worum geht's denn, Alter? Nicht am Telefon, Junge. Weißt du doch. Ja, Mann, Alter, ihr habt was offen bei mir, ja, aber es... die wichtigste Sache, ihr kümmert die Skabadorf. Ich hab gesagt, die Dankbarkeit ist da, Junge. Da können wir uns auch treffen oder was? Wo denn und wann? Ja, ich gebe ihm eine Nummer und eine Adresse, die halt schon ein bisschen in einem schlechteren Gebiet liegt. Und eine Uhrzeit. Also, wenn du dann Zeit hast. Quasi am selben Tag noch? Ja. Okay. Es wird nicht lange gepackelt. Der Junge will es. Jo. Was muss ich mitbringen? Passt schon. Ich will nur ein paar Fragen stellen. Alles klar, Alter. Machen wir so. Gut. Eine Stunde ungefähr vorher, bevor er da ist. Bin ich dann da? Mhm. Postiere quasi an eine relativ, also an eine Position, wo ich was sehen kann, aber das Ding nicht so schnell gesehen werden kann, meine Drohne. Sodass ich halt sehen kann, wann er kommt. Mhm. Obwohl, da reicht auch eigentlich mein Auto, wenn ich das einfach draußen hinstelle. Das kann mich dann warnen.
Dein Auto, ne? Ja. Da gucken wir doch mal, was das für eine Pilotstufe hat. Ha, ich brauche unbedingt diese neue Pilotstufe. Ich habe mir das aufgeschrieben, dass ich mir das kaufen wollte. Ach so. Das ja. Aber die Pilotstufe, das Ding, stehen kann das Ding. Stehen kann das Ding einwandfrei. Ja, siehst du, da kriege ich ein Audiofeed von den Sensoren. Ja. Siehst du? Dann weiß ich, wenn da jemand durch die Tür geht. Ja. Siehst du. Das reicht mir schon. Da gucke ich doch mal, was du für Wahrnehmung hast. Wahrnehmung kann ich. Kann ich. Ich weiß gar nicht, ob das dann begrenzt ist auf den Sensor des Autos. Ich denke schon. Ja, ist es. Das ist hier 4 und 8 hat der Junge. Plus, der will es wissen. Boni von irgendwelchen Cyberaugen und so weiter und so fort. Aber wenn ja, nicht durch die Sensorik des Autos. Ja, das ist ja Quatsch. Kriegst sogar minus 2 meiner. Ja, es soll mir auch einfach nur... Ne? Ich weiß, aber du kriegst trotzdem minus 2. Super. Was ich übrigens mitnehme. Unterarm-Chapking und die Zestava. Eigentlich sollte das theoretisch reichen. Angezogen habe ich die Panzerjacke. Ein Kampfmesser habe ich natürlich an der Dings vom liegen. Okay. Gut. Die Zestava war übrigens mit Schalldämpfer und Smartlink, ne? Also der Schalldämpfer ist auch schon drauf. Jo. Ja, du wartest da und irgendwann kommt der auch an. Ist aber alleine, ne? Der ist alleine. Der hält dann mal kurz in noch so einiger Entfernung an, stützt sich an der Wand ab, kotzt irgendwas auf seine Hand und wischt es dann an seine Hose ab. Der kommt mit einem eigenen Fahrzeug? Der kommt gelaufen um die Ecke. Nee, ich meine, ja, gut. Aber ich meine jetzt, weil er dran vorbeifährt und dann... Nee, was? Hä? Du sagtest gerade, er fährt vorbei und dann... Nee, er läuft und in einiger Entfernung hält er an, stützt sich an der Wand ab, kotzt was aus seiner Hand. Okay, gut. Okay. Dann kommt er auf dich zu, gekrochen ist es noch nicht, aber... Ich bin im Haus, mein Auto steht draußen. Er kommt auf die Stelle, wo ihr euch treffen wollt, so ein bisschen in der Entfernung. Guckt sich dann um, zieht die Jacke ein bisschen enger, sieht aus, würde übelst frieren. Und sieht auch aus als, keine Ahnung, krank. Schön. Ja. Toll, steckt er mich auch noch an. Ja, also ich gebe das Auto quasi einmal so Lichthupe, so quasi, dass er hier hinkommen soll. Jo, macht er. Ja, wenn er, dann geht er wahrscheinlich zur Fahrertür, richtig? Ja, also zur Beifahrertür. Warum sollte er zur Fahrertür gehen? Also ich meine, er nimmt halt eher an, dass er jetzt einfach einsteigen soll. Okay, gut. Ist der so, dass ich dem halt von hinter der Wand, also durch die Tür quasi, ihm die Pistole auf die Hinterkopf halten kann? Weißt du, ich wollte im Haus sein. Ja, also, kannst du, weißt du, der Typ. Ja, der ist quasi schon halb tot. Ich weiß. Der, du kannst das alles machen. Du könntest auch, weißt du, wenn du aus 10 Meter Entfernung einfach auf ihn zulaufen würdest mit erhobener Waffe, was will er denn machen? Gut, ja, ich halte ihm also von hinten die Pistole an den Kopf und sag, sorry, Bro, komm mit rein. Jo, Alter, was ist denn los, Mann? Geh einfach rein. Also, was ist denn jetzt hier? Kennst du einen Maxim? Jo, das ist ein dreckiger Verräter. Dasselbe sagt er über dich. Er ist einfach ein Scheiß-Wichser, ist der keine Ahnung hat. Also ich nehme das übrigens auf, ne? Jo. Gut. Dann schieße ich ihm in die Kniescheibe. Jo. Kaban ist doch ein Monster. Ja, du knallst ihm einfach die Ja, okay, der hat glaube ich sogar auch Panzerung oder sowas. Dann schießt ihm hart in die Kniescheibe und der sackt zusammen. Ich nehme die andere Kniescheibe. Ja, dann wird er halt auf dem Boden liegen und wimmern und zwischendurch einfach seine halbe Lunge auskotzen. Also Blut war das natürlich, was er vorhin rumgespuckt hat, das ist ja klar. Gut,
dann Pistole weggezogen und dann schlitze ich ihm die Halsschlagader auf quasi. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt das übelste Monster. Na gut. Ja, du bist nicht das übelste Monster, der Typ hat übelst geholfen und ist das erbärmlichste Opfer der Welt und schlitzt ihm die Halsschlagader auf. Easy. Ja, es spritzt. Und dann röchelt ihr noch ganz kurz und dann ist er tot. Gut. Dann nehme ich seinen Comlink. Ja. Ich schalte die Aufnahme ab. Quasi. Der hat das Cyberware drin, ne? Ja. Dann Du rufe ich wirst den. ihn auf der Straße auseinandernehmen. Nein, ich rufe den Doc an und sage ihm, dass er hier was zu entsorgen hat. Selbstkostenpreis. Das Ding ist, ja, der hat aber ja viel davon kannst du nicht verwenden, weil sowas wie Kunstmuskeln kannst halt eigentlich, ist halt super anstrengend, das irgendwie, ne? Und das ist halt alles alt und das, was du benutzen kannst, sind hauptsächlich die Augen, also das ist nicht viel wert. Ja, das, ne, der Doc wird mir schon sagen, was das kostet oder was ich daraus kriege. Ja, es ist halt eher ein Selbstkostenpreis, der muss ja auch noch loswerden. Jo. Aber du kannst dir eine Roger Super Warhawk aufschreiben. Yay! Eigentlich solltest du dir Gunfists Roger Super Warhawk aufschreiben. Und du siehst, dass du die später mal von Jojo vielleicht instand setzen solltest, denn die funktioniert Nein! prinzipiell. Hey, 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 die können ja erkennen, Falsch. dass es seine ist. Das ist ein Roger Super Warhawk, die nicht so in besonders gutem Zustand ist. Da ist jetzt keins seiner Embleme drauf oder sowas. Okay, gut. Ich dachte nur, weil du Gunfist Rupa Suka Warhawk Das solltest sagst. du nur aufschreiben, damit, weißt du, remember, always. Aber du müsstest sie auf jeden Fall zumindest von irgendeinem Waffentypen mal so machen lassen, dass die auch wirklich zuverlässig ist. Denn sie ist jetzt nicht kaputt oder so, aber die hat nicht so viel Pflege gesehen. Gunfists Ausschlag durfte ich ja nicht behalten. Ich hätte sie klonen können. Hey. Es war ja nicht mal sein Ausschlag. Ja. Wenn du willst, findest du an deinem Jojo-Strang noch Hautzellen seines Hodens und daraus kannst du ihn gern klonen. Ich gieße sie in Plexiglas ein, damit sie für die Ewigkeit erhalten bleiben. Schade nur, dass man die da nicht sieht. Okay, du hast noch ein einsames Schamhaar. Ich gieße es in Plexiglas ein, damit es für die Ewigkeit erhalten. Ich weiß nicht, dass er tot ist. Nein, das werde ich nicht tun. Du hättest es vermutlich auch in der Zwischenzeit entsorgt. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja. Okay, der Doc wird ihn dann wenig später abholen. So sehr hing sie auch nicht an ihm. Ihm die Augen rausschnibbern, gucken, was da noch so zu finden ist. Leider ist der Körper ein bisschen angegriffen, sage ich mal. Jupp. Und dann Ghoulfutter oder sowas in der Richtung. Da bleibt wohl leider nicht aus, das ist richtig. Ja. Einfach einen Krater schmeißen, du weißt ja, wie das läuft. Gut, Monstrum. Sorry. Ist das so schön, dass er das mal nicht zu mir sagt? Ein Job ist ein Job ist ein Job. Ich erinnere Jo, dich dran. so. Weißt du, das Geile ist, ein Job ist ein Job ist ein Job. Ich bin bei ihnen. Weißt du, Gunfist, bam, tot. Ich bin der Krasseste. Aber die Mutti von Matrioschka, ich meine, das war nicht ihre Mutti, aber das wusstet ihr noch nicht sicher, die euch verraten und in den sicheren Tod geschickt hat, ja? Die Mutter Da nicht. war er nett. Die Mutter konnte nichts dafür. Ach so, das weißt du ja nicht, was die zu Zeiten, wo sie noch nicht so dement war, alles gemacht hat. Ne? Das ist So. richtig. Das interessierte Immer mich auch nicht. diese Doppelmoral hier. Nur weil es eine Frau ist, das sind mir die Liebsten. Auch Frauen müssen verwemst werden, sonst werden die nämlich dingsig und so weiter. So wie Jojo. Noch schlimmer. Wie die Stimmt, Hackerin, die ist die ich verwemst benutzt, worden. irgendwie, die ich verwemst habe? Die Noch Hackerin schlimmer. habe ich verwemst. Also. Ja, aber die war gar nicht so schlimm. Die hätte euch in Ruhe gelassen, wenn ihr sie nicht einfach hättet abschlachten wollen. Noch Ja. schlimmer. So wie Freya. Ja, das erinnert mich übrigens hart an die Sache, dass ich sie noch überprüfen lassen muss. Gefällt mir. Also Ich los. kann Bam. mich nicht mit ihr einlassen, ohne zu wissen, wer sie ist. Das ist absolut richtig. Das ist bestimmt so eine Polizeischlampe. Was macht die eigentlich? Das hatte ich dir gesagt, die macht, also nach ihrer Aussage, Dann schreibe ich mir das arbeitet bei. sie bei Telenet im Callcenter. Sie haben Probleme mit ihrer Matrix-Leitung? Hier ist Customer Service.
Den indischen Akzent hat sie sich extra dafür antrainiert. Ja. Okay. Der war quasi in der Berufsausbildung, das war 90% der Zeit. Ja, Inder machen noch viel besseren Matrix-Support, das ist halt so. Billigeren vor allen Dingen. Ja. Aber nicht mehr in Shadowrun, wir haben das überwunden. Jetzt machen's Niemand ist mehr Polen. etwas wert. Jetzt machen das Polen. Super. Nee, das kannst du auch die Einheimischen dafür benutzen, weil die halt auch nichts mehr wert sind. Das ist ja das Ideale daran. Und die kriegen eine indische Sprachsoftware, damit sie indisch, sich indisch Ja. anhören. Super. Ausgezeichnet. Russisch-indischer Akzent als Sprachsoft. Top. Ich wüsste nicht, wie ich das darstellen könnte. Ich auch nicht. Gibt's bestimmt. Sehr cool. Sie. Ich kann mir das nicht mal richtig vorstellen. Dieses leise, dieses Gelalale von Indern und dieses Kantige von Russen zusammen. Das funktioniert gar nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das da ist Zucker. Nee, das geht auch nicht. Egal. Easy. Du Monstrum. Ich bin kein Monstrum. Ein Job ist ein Job ist ein Job. Sie werden so schnell erwachsen. Ja, also, nachdem dann die Leiche beseitigt ist, Ja. habe ich eine neue Ruger Super Warhawk. Super. Läuft. Ich habe ein neues Comlink, denke ich mal. Naja, wenn du das benutzen willst, ganz zusammen. Das Ding Ja, ist, aber ich gucke mir du das vorher. schaltest es an und Dort kommt naja, das Risiko. erste, was dir, ja, genau, das erste, was dir entgegenflimmert, ist Doktor Baryshnikov. Und es flimmert halt auch nur noch. Ja, gut, Und dann, braucht 10 Minuten, um hochzufahren. ja, das kommt dann mit weg. Wenn es Ja. so scheiße ist, also wieder halt nur geguckt, eben was man so als wertvolles Zeug von dem hat. Ich muss ihn halt noch looten, das ist halt so Standardsache. Ich meine, du bist nicht so assi, dass ich dir sagen kann, seine Stiefel sehen noch gut aus, aber. Nein, so assig bin ich nicht. Naja, du hast einen sterbenden Mann auf einer Straße erschossen. Ich meine, da Nein, kann ich man bin schon extra mal mit ihm sagen, in dass mein du so Haus assi bist. gegangen. Ich bin extra mit ihm in mein Haus Okay, gegangen, damit verzeih. ich extra mit Schalldämpfer auf ihn schießen Verzeih. kann, um ihn dann Was? Du hast die. absolut recht, wo morgen die kleinen Ghetto-Kinder runterkommen und einfach so eine riesen Blutlache sehen und ein bisschen Hirn. Das hast du gemacht. Easy. Läuft. Ja? Sollen froh sein, dass die Leiche weg ist, sonst kommen Gule. Nee, dorthin kommen keine Gude, aber das ist völlig egal. Do you want ghouls? This is because, wie man Ghule kriegt, quasi halt. Scheiße, ich kann diesen Spruch nicht mehr. Kennt ihr das? Naja, egal. Nein, nee. Du Kommt. müsstest erstmal ganz kurz Konstitution und Willenskraft -2 würfeln. Yay, die nächste Krankheit. Meine geboostete Konsti von den Knochen gilt nicht, Nee, oder? natürlich nicht. Schade. Dass du Das das ist überhaupt so. versuchst, Junge. Schäme dich. Ja, aber. Nein. Ich hab'n Erfolg. Ja. Jetzt weiß ich endlich, wie ich dir Schaden machen kann. Mit Krankheit, ja. Ja. Jo, alles Super. klar. Alles safe übrigens, ne? Ja, klar, alles safe. Ich weiß da schließlich noch nichts von. Haben wir eine Inkubationszeit. Super. Ja. Scheiß. Ja, dann fahre ich halt nach Hause, mach alles sauber, etc. bla bla, ne? So wie man es halt nach so einem Wettworkshop macht. Trink halt noch immer kurz in der Bahn einen kurzen oder zwei. Dann rufe ich Fedor an und sage, ich muss noch ein Treffen haben. Preis kennst du ja. Und ja, in 2 Tagen geht ein Ding. Gut. Du bist im Außenbereich, also im Innenhof des Gefängnisses mit Maxim. Ja, ich hätte dem guten Herrn am Schalter hätte ich noch gebeten, dass ich. Ja, das kostet die Datei oder was, willst du? Achso, das geht ja alles nicht. Genau, ich bräuchte Er also gibt dir sprich. ein kleines AR-Projektionsgerät dafür. Also nicht AR, sondern Trittprojektionsgerät, und das kostet dann dich nochmal 100. Das kostet dich Lebensstil.
Machen wir es so rum. Ich habe das gerade schon weggestrichen, aber danke. Tja, dann schreibst du wieder drauf. Ja, hast du auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, dann, ich zeige ihm halt quasi Gunfist auf dem Boden, in der Blutlache, ohne Augen. Wieso ohne Augen? Weil der Doc den die Augen rausgenommen hat. Ach so, ich dachte, du hast das Bild genommen, ich dachte, du hast ausgemacht, als der Doc da war, aber ist egal. Ja, aber wo du sagtest, so, ich nehme die Augen raus, habe ich mir gedacht, so, das könntest du nochmal fotografieren, aber ich habe es leider nicht gesagt. Aber das sieht natürlich noch viel cooler aus. Na, ich gönn dir das mal. Dankeschön. Ja, so ein schönes Bild mit den zerschossenen Kniescheiben, mit den fehlenden Augen und der aufgeschlitzten Hals. Dreckige kleine Spassi. Gefällt mir. Das hast du gut gemacht. Also, der Typ, der die spezielle Farbe gebracht hat, war der Straßenkreuzer. Das ist so ein kleiner Kurier. Keine Ahnung, wenn du ein bisschen irgendwie ein paar Leute fragst, wirst du den finden. Der hält sich eigentlich von allen Worry-Geschäften fern, wenn es halt nicht sowas ist, was er machen muss, wie einen Teil abgeben an die und sowas, ne? Und der andere, das ist Dr. Phil. Das ist so eine Art Healer, Schieber, was auch immer. Und der versucht das Ganze auch. Aber der ist schon ein bisschen bekannter, ein bisschen dicker im Geschäft, glaube ich, aber jetzt auch nicht übermäßig. Das ist auf jeden Fall der Auftraggeber von dem kleinen Boy. Und der macht relativ viel Geschäfte mit so Söldnergedöns und so. Soll sogar mit dem Polen arbeiten, aber also mit dem Polen, aber das ist Gerede, glaube ich. Ja, dachte er gerade mit dem Polen oder macht er mit den Polen? Mit wie Mutti. Also ist das der Name, der Eigenname, okay? Ja. Okay. Vor 6 Wochen waren relativ viele von den Boys hier, ich glaube 3 oder so insgesamt hin. Und also nicht alle gleichzeitig, aber innerhalb von so einer Woche oder 2. Und sie sind natürlich alle auch wieder rausgekommen, aber ich glaube, in der Nähe ist da gerade was. Und wenn man dem Gerede glaubt, dann hat die Worry, also die von Yegor, ja gerade ein bisschen Stress mit der anderen, weil die sich neu formiert hat, ne? Mhm. Oder irgendeinem Typen. Und vielleicht so, also vielleicht machen die Söldner, also irgendwelche Söldnergruppen was mit denen. Wäre ja logisch, billige Kräfte, gut einsetzbar, kann man was machen. Vor allen Dingen in der Umgebung der Stadt nicht so hart drin, das ist ja klar. Das ist ja nichts für Söldner so direkt. Mhm. Ich gucke ihn weiter fragend hin an. Na, was ist alles? Okay. Gut, dann danke. Noch irgendwas? Brauche ich noch was für ihn? Ich muss gerade überlegen, brauche ich sonst noch irgendwas von ihm? Ich glaube nicht. Also knall ich ihn ab! Klar, natürlich. Also, Pats! Schießt jemand anders in den Kopf weg von dem Typen. Durch die Gitter, ja. Nein. Das sind keine Gitter, du stehst direkt vor ihm. Sei froh, dass es so ein alter Sack war. Nein. Gut, dann danke für die Infos. Ist die Frage, kann er nach draußen kommunizieren? Wahrscheinlich eher schlecht, oder? Nee. Also kann er gar nicht. Also, wenn er Ressourcen außerhalb hat, die das für ihn einfädeln, vielleicht schon, aber... Ja, er kann mit den Wächtern reden und die Wächter können mit den Wogen reden. Naja, die haben so gut wie keinen Kontakt mit den Wärtern. Du musst, siehst du was davon, so wie es den Anschein hat, du musst dir das vorstellen, da ist wie gesagt so eine Zelle mit vielleicht 10, 12 Leuten und da früh geht die Maschine an, da wird in die Tröge ein bisschen Nahrung gespien, das Beste vom Besten. Und dann wird sich darum geprügelt, wer was abbekommt und wer nicht. Die kommen einfach nie aus ihren Zellen. Da gibt's ein Klo, das wird einfach zugeschissen. Und ab und zu werden mal alle komplett mit Gas außer Gefecht gesetzt. Dann werden die in irgendwelche Räume gepackt mit Handschellen und Fußfesseln. Da wird dann mal kurz sauber gemacht. Mal kurz alle untersucht, ob da einer abkratzt. Dann wird das Billigste vom Billigsten reingedrückt. Und ab und zu werden mal die Leichen rausgeräumt. Das ist denen alles scheißegal dort. Ja, aber die werden wahrscheinlich auch ein bisschen Kontakt mit den Wächtern haben, von wegen, ne?
Ne, Geld, wozu denn? Gefallen, etc. Ja, das machst du dann eher über die Außenwelt. Wenn du niemanden hast von der Außenwelt, dann bist du da drin einfach gefickt. Und die Wori. Die Wori kann natürlich was machen. Wenn du Mitglied der Wori bist, dann bist du in einem Gefängnis, weil die wollen, dass du da drin bist, damit du das da drin erledigen kannst mit irgendwelchen Leuten, ne? Das ist ja klar. Aber ansonsten. Ja, ich sag ihm einfach, wenn er noch irgendwas über die Leute erfährt, soll er es einem von den Wuris mitteilen, dass du mit Kaban reden möchtest. Und wen von denen kennst du? Und wen von denen kennst du? Von denen hier drin? Nee, mit wem hast du das hier abgemacht? Igor. Fedor, nicht Igor. Fedor, sag ich doch. Habe ich doch gesagt. Habe ich gesagt. Achso, hab ich auch so gehört, glaube ich. Natürlich, natürlich. Aber Okay. es ist Jegors Worry, ja, das ist richtig. Ja, aber wenn er sagt, das habe ich mit Igor abgequatscht, dann lachen die den aus und machen den tot, Junge. Wegen Ja. Amtsanmaßung. Es sei denn, ich hätte es wirklich getan, aber das habe ich ja leider nicht. Das, genau weiß, wer das ist, von daher vermutlich nicht. Vielleicht gibt's Igor auch gar nicht, also ein Gerücht. Mach ich, also dann gebe ich Bescheid. Ja. Gut, prima. Also für noch so ein paar Noten und sowas, ja klar. Eine Hand wäscht die andere. Ja. Gut, dann will ich gehen wieder. Gut. Obwohl der junge Mann ist einsam und wir haben eine halbe Stunde Zeit, hä? Nein, nicht das, woran du gedacht hast. Lüg Alter! die Schlampe. Ja, Moment, Alter! denkst du, der will mit dir reden? Nö, ich hätte ihm jetzt einfach so ein Schachbrett aufgemacht. Nee, danke du. Nee, der darin ist auch nicht interessiert. Na gut. Ich glaube, man verlernt auch mit Menschen zu reden, die nicht dort drin sind, weil die Regeln so anders sind. Vermutlich. Ja. Wie ist das eigentlich? Wird dann Kaban abends noch Freya daten und sich zu ihr legen, sich zu ihr betten, nachdem er Gandfist eisekalt abgeschlitzt hat? Um auf andere Gedanken zu kommen? Ja. Wird es ihn verfolgen, wie er diesen tuberkulosekranken armen Toll, jetzt habe Ork ich auch noch Tuberkulose. Ja, fick dich. Ey, wie irgendwie ich dich einfach hasse. noch in die den Hals aufgeruppt hat wie so ein Tier? Der Typ, der euch damals so geholfen hatte, der sein Leben gegeben hätte, damit ihr euren Feind und seinen Feind loswerdet, wird er ein schlechtes Gewissen haben? Das dient der höheren Sache. Nee, wieder nicht. Jedenfalls nicht vorerst. Vorerst nicht. Wenn die Sache Fanatisch. irgendwann erledigt ist, dann vielleicht. Das ist okay. Ich wollte es nur wissen. Also ich wollte jetzt auch keins einreden, weil Nö, nö, scheißegal. nö, nö, das ist so. Momentan ist das ein Mittel zum Zweck gewesen. Alles klar. Das war wichtig. Gut, ja. Ich würde dann quasi wieder nach Hause, wie du sagst, schön mich nach Freya, zu Freya legen. Warum auch nicht? Ist ein Knaller. Ja, alles klar. Und zusammen Läuft. immerhin knapp ein Greif. Hey. Na. Dass du mich immer daran erinnern musst. Hast schon so viele Brustwitze bei Jojo gemacht, dass Natürlich. selbstverständlich werde ich dich daran erinnern, Du jedes kannst dir Mal. einfach in die Arschbacken greifen und dir vorstellen, es wären ihre Brüste. Das stimmt. Aber es ist Yay! natürlich eine andere Konsistenz, das ist natürlich ärgerlich. Ich brauche Hormontherapie für sie. Dass sie halt größere Brüste kriegt. Jo. Sowas muss nicht überwacht werden, keine Angst. Das sollte nicht mit irgendwie ihren jetzigen Hormonstatus abgestimmt werden. Du solltest einfach Das ins Essen Progesteron tun. nehmen und das oben in ihren Hals reinkippen, so ein Liter dürfte reichen und dann gucken, was Östrogen. passiert. Wieso? Ich will Progesteron, das macht die Titten rund. Was ist denn jetzt schon wieder Progesteron? Das ist so ein Schwangerschaftshormon, hauptsächlich Schwangerschaftshormon, was auch dafür sorgt, dass dann die Milchproduktion ordentlich losgeht, was sie in der Schwangerschaft Alter, hauptsächlich dann dickere drückt Titten man da, macht. Dann drückt nein, man das da ist drauf nicht und dann, das. das hatten Kommt wir da, schon mal das Gespräch, doch, das ist Progesteron. aber dann drückt man da drauf und da kommt dann eine milchige Substanz raus. Wie widerlich ist das denn? Man muss Opfer bringen. Nein, Östrogene rein, reicht schon. Könnte da nicht was schief gehen? Also es kann immer, klar, es kann immer was schief Mit gehen, das war Hormonen kann Quatsch. nichts schief gehen. Ach so, alles safe. Die sind natürlich, das ist halt ein natürliches Produkt. Das ist als wenn du quasi sagst, du kann doch nicht was schief gehen, wenn du dich nur vom Salat ernährst. Nein, kann nicht, das ist ein natürliches Produkt. Ist Fleisch nicht auch ein Na, natürliches na, Produkt? na, ja, nur vom Fleisch ernähren ist auch gut. Es kann nichts schief gehen, das ist ein natürliches Produkt. Ende. Okay.
Man muss es halt nur übertreiben, dann geht das. Das gefällt mir. Natürliche Inhaltsstoffe, das kann nur gesund sein. Gut, wo wir das jetzt geklärt haben mit der Gesundheitsfrage. So, hier habe ich's. Muss das jetzt nochmal nachgucken. Ich hab's auch gerade nach. Ja, regt das Bildungsauftrag. Ich Wachstum bin der gerade nicht dieser, der Gebärmutterschleimhaut an und bereitet diese auf die Eibettung der befruchteten Eizelle vor. jetzt mal. Ja, und? Dann Das wird die Frau widerspricht das doch schwanger. nicht. Vergiss es. Nichts mit Brustwachstum. Doch, das war da. Warte mal, warte mal. Warte mal. Doch, doch, Nein. doch, doch, doch. Ich hab das. Warte, ich guck. Du hast es so gewollt, warte. Oh Gott, jetzt geht das hier nicht. Das, was du meinst, ist das Prolaktin. Wir haben gesagt. So, außerdem bewirkt Progesteron eine Temperaturerhöhung im Körper sowie eine Verdichtung der Drüsen in der Brust. In der Schwangerschaft und gegen Zyklusende ist die Körpertemperatur bla 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 und die Brüste werden durch das Wachstum der Milchdrüsen größer. So bereitet sich der Körper in einer Schwangerschaft auf die Milchbildung vor. Bäm. Verdammt. Okay, dann ist es auch daran beteiligt, aber nicht Das Ding hauptsächlich. ist, Aber wir können das einfach würde so gut wie Östrogen und keinen Unterschied Gestagen machen, nehmen. das ist mir klar. Aber es geht hier ums Prinzip und für Männer einfach verständliche Sachen. Wie werden Brüste rund? Darum geht's doch hier. Malaschim reicht's. Malaschim gefällt das. Also, wir können aber auch Gestagen nehmen. Östrogen und Gestagene. Du könntest der Tussi auch einfach sagen, geh zum Doc und lass die Dinger aufpumpen. Ich will dicke, dicke Titten. Doch, Ja. genau. Das ist die einfachere und die schnellere Variante. Und sicherer. Aber ich kann es ihr einfach auf Schlepphatches geben, sodass es ihr nicht auffällt, während sie Meins schläft. ist, ja, das wird garantiert funktionieren, Ich wenn kann ihr mir richtig Zyklus vorstellen, völlig was da alles durcheinander Gutes gerät. passieren kann, du. Genau. Richtig gute Sachen. Und dann wird Einfach sie ihr ins hinterher, Essen tun. ja, da musst du aber aufpassen, hinterher nimmt sie dann Zug, Ja, das Kaban. wollte ich auch gerade sagen, die wird dann fett. Da muss sie halt mehr Sport treiben. Dicke Hey, du kannst nicht Frauen. sagen, er weiß nicht, wie man mit Frauen umzugehen hat. Das kannst du wirklich nicht sagen. Naja, aber Hallo? ich werde ihn auch nie wieder einreden lassen, dass er irgendwie nett zu irgendwem ist. Ich werde ihn dann jedes Mal auslachen, wenn er Jojo irgendwann mal unterstellt, sie sei grausam. Du weißt nichts von Wieso? seiner Idee mit der Das ist richtig. Hormontherapie. Und du weißt auch nicht, dass Gunpiss tot ist. Nö, natürlich weiß ich das nicht. Siehst du? Das wird Aber ich wahrscheinlich auch als nicht so relevant. Spielerin weiß es. Das ist ja Das egal. Ding ist, wärst du in der gleichen Situation, hättest du nicht nur dasselbe getan, du hättest ihn vor allen Dingen viel bestialischer umgebracht. Warum? Hatte doch keinen Vermutlich. Grund, ich war doch nicht sauer auf den. Ich habe gesagt, wärst du in seiner Situation gewesen. Ich war auch nicht sauer auf Natürlich ihn. hätte ich ihn sehr viel bestialischer umgebracht. Also, ich wollte schon sagen, Junge, du hättest doch mindestens seinen Kopf zertreten. Nee. Nee, keine Der Angst, ich hätte ihn Tuberkulose. nur wieder im ganzen Körper Der rumgewühlt. Tuberkulose, da stecke ich mich an, bist du doof? Nee, aber Wobei, du auch bist doch nicht so wie nicht. Kaban. Das stimmt. Easy. Doch, egal. Alles geklärt. Gut. Ja. Nachdem ich dann. Ich weiß jetzt ja quasi, wen ich brauche. Das heißt, ich muss mich jetzt nach Dr. Phil umgucken. Dem Straßenkreuzer. Immer. Der Straßenkreuzer, oh mein Gott. Für einen Namen. Ja. Naja, ich kenne ja ein paar Leute, die sich auskennen. Also, Jojos Kommling rappappelt. Ja. Mahlzeit. Ja, beziehungsweise guten Schon wieder? Morgen. Hi. Sag mal, du hast auch immer ein Ohr auf der Straße. Im übertragenen Sinne. Ja, klar, ich penne auf der Straße. Ich Weil sie so meine. klein ist, verstehst du? Ja. Rumtsch. Badautsch. Genau. Wenn ich jemanden finden müsste, könntet ihr mir bestimmt dabei helfen, oder? Ihr ist fraglich, aber ich wahrscheinlich schon. Okay, gut. Ich komme mal kurz rum. Soll ich was zum Frühstück mitbringen? Nö, ich hab schon. Du hast um 7 schon gefrühstückt? Was mit dir falsch? Bin seit 2 Stunden wach. Oh Gott. Kiddies? Nö. Okay, was ist mit dir falsch? Hä? Du stehst doch nicht sonst nie so früh auf, oder? Ich stehe oft so früh auf. Oh Gott, was ist mit dir nicht richtig? Arbeit halt, passt schon. Oh Gott. Naja, gut. Dann komm ich rum. Ja. Ach so, sie sagt noch, brüll nicht rum, während du unterwegs bist. Während du im Haus bist.
Du kommst klar, an. Das sind Kinder. Auf dem Vorplatz sind natürlich immer so ein paar Gänger, die halt irgendeinen Scheiß machen. Und auf dem Dach steht... Vorher, ja, ganz wichtig. Willst. Abends vorher will ich zwei Paar Babyschuhe gekauft haben. In Pink. Okay. Auf dem Dach, als du ankommst, steht dann Vlad mit seinen beiden Zöglingen im Arm. Und wenn du so näher kommst, der guckt halt gerade in diese... Die Häuser in Juschneue sind ja ungefähr 100 Milliarden Meter hoch, ne? Du hast ja dort quasi keine Sonne, sondern nur Straßenlaternen. Und das ist halt ziemlich übel. Und das Turf, in dem die sind, ist ja zwar schon okay und relativ sicher und so, aber es ist halt immer noch so Unterschicht und so ein Kram. Es ist nicht ganz so der fetteste Scheiß. Und die ganzen Menschen sind ja eh dort drohen. Und er hat also seine Kinder in jeweils einem Arm und du hörst ihn dann, wenn du fast an der Tür bist, murmeln. Und all das wird eines Tages euch gehören. Sehr cool. Ich gehe auf ihn zu, grins ihn an. Was willst denn du? Ich wollte noch oben zu Jojo. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Danke. Ich hab denen sogar was mitgebracht. Ach so, krass. Ja, warte mal kurz. Ich zeig ihm halt diese Packung und auf diesen pinken Schuhen steht Die, Motherfucker. Quasi, also, ne, so, wenn man halt quasi drauf treten, also wenn die jemanden damit treten würde, würde da unten draufstehen, dann die, Motherfucker. Jo, also er kommt runter. Nee, aber Alter, die sind pink. Das sind Mädchen. Noch dürfen. Ja, nee, das sind aber Bitches. Deswegen steht ja auch die, Motherfucker, drauf, wenn die damit jemanden treten. Dann kommt das noch viel schlimmer. Wurdest du schon mal vom Pinken schon getreten? Das willst du nicht. Ja, meine Mädchen werden keine pinken Schuhe tragen. Pass mal auf. Ich finde es voll nett, aber die werden keine pinken Schuhe tragen. Kannst du? Ich werde einfach Jojo sagen, die soll die einfärben, denn das mit dem Satz, das gefällt mir. Und ich danke dir auch. Echt? Jo, darf man nicht. Mann, wenn... Nee, das ist ja eine schöne Idee, aber die tragen kein Pink. Das sind nicht die Bitches, die du knallst und dann in die Ecke pfefferst, und das sind keine dreckigen Nutten und keine abgefuckten Fotzen. Das sind ja halt meine Kinder. Oder? Verstehst du? Ja, aber ich dachte mir, das wäre noch richtig demütigend, wenn jemand von den Prospects von den pinken Stiefeln getreten wird. Wenn jemand von meinen Kindern ins Gesicht getreten wird, ne, dann ist es nie demütigend, dann ist es immer eine Ehre für die. Und wenn meine Kinder vorher in Scheiße latschen, dann ist es noch eine größere Ehre. Verstehst du, wie das ist? Jo. Dann haben wir uns verstanden. Verstehe. Das ist gut. Gut, dann nehme ich die erstmal mit nach Jojo und lass sie einfärben. Mach das mal, Daniel. Jo, super. Weißt du, wo es lang geht? Hier vorne links und dann... Ne? Na gut, alles klar. Sugi. Ich grinse ihn nochmal an. Kiddies. Und dann ab zu Jojo. See. Ja. Klopf, klopf und Tür auf. Ich muss nochmal kurz outgehen, ne? Du bist auch schon so in Onkelstimmung, ne? Wieso? Merkt man richtig, na, keine Ahnung, weil du dich gerade übelst freust über die Plagen. Ja, sicher. Entschuldigung. Das ist super witzig. Ich glaube, das ist ja auch wirklich so, auch viele der Gänger. Die sind halt immer voll die krassen Typen, aber das sind halt die kleinen Kinder. Ja! Also sind die bei kleinen Fall, Kindern sind die auf jeden Fall immer nett. Ja, das Kindchenschema greift halt einfach bei jedem. Deswegen fand's ja auch immer nett zu Jojo. Ich hab ja auch so kleine Neffen und nicht die. Ja, also, und dann kommen da die kleinen Hauer raus. Und dann sind die plötzlich 1,50 Meter groß mit Tüten. Und schlagen die ins Gesicht. Ach nee, nicht wahr. Ja. Weißt du. Sehr also schön. Ich hätte das ja verstanden, wenn du dich so gefreut hättest, wenn Jojo irgendwann mal Plagen gekriegt hätte, ne? Aber oh, so. Nee. Dann, das ist dann der Tag, an dem Karma sagt, jo, Moskau war eine interessante Zeit. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Die Welt unter. Was? Einfach mal so OT erzählt. Schöne Grüße für den Fall, dass mein Chef dir zuhört. Mein Chef kam letztens mit einem blauen Auge zur Arbeit. Sein Sohn hat ihm ins Gesicht getreten beim Boxen, beim Kabbeln. Ich finde Kinder witzig. Mein Vater hatte mal mit am Strand mit mir Pseudo geboxt, so ganz leicht, und dann sagte er, ein echter Boxer schlägt auf die Nase, und dann hatte er ziemliches Nasenbluten. Ich meine, wenn er mir das sagt, was soll ich denn machen? Ja, schön ist,
Mein Abteilungsleiter kam an dem Montag mit einem gestauchten Fuß von der Party wieder und die hatten ein wichtiges Meeting mit einem neuen Kunden von uns. Sehr gut. Der eine humpelt in den Raum, der andere hat ein blaues Auge. Naja, wir waren nüchtern. Ja. Es muss einen sehr witzigen Anblick gegeben haben. Aber wir haben den Job gekriegt. Vielleicht hatte der Kunde Angst. In deiner Firma presst man ja auch Kacke zu riesigen Klöpsen. Details. Sie. Es ist halt wichtig, dass man sowas auch mal macht. Außerdem wird das, wird die Scheiße geschreddert, unter Druck gesetzt und dann mit Druck durch die Leitung und nicht riesige Klöpse. Wir wollen ja sachlich bleiben. Verzeih. Kacke ist ein sehr wichtiges Thema. Jojo sitzt an ihrem Tisch und bastelt an irgendeiner Platine rum. Oh. Die Kleinen sind süß. Aber sie Ja? dürfen keine pinken Schuhe tragen. Ich weiß. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich dir gesagt, Pink ist nicht drin. Pink ist tabu. Ja, die müssen umgefärbt werden. Ja, ich Aber er mag den weiß. Spruch. Das dachte ich mir. Das sind die Pink, da kannst du Rot draus machen, das geht. Okay, wenn Rot geht. Klar. Meinst du, kriegst du da Blutspuren hin? Dass es halt so aussieht, als wenn das Blut wäre? Ist leichter als das, meiner. Aber ich Läuft. glaube, das ist für die Kinder nicht so gut. Pff, die können sowieso in dem Alter noch keine Farben sehen. Ja, trotzdem. Nee, keine Blutspuren. Warum nicht? Die können keine Farben sehen, die begreifen das eh nicht. Läuft. Du, diese Diskussion musst du nicht mit mir führen und das ist auch egal. Ich krieg das schon hin. Okay, mach du mal. Sind ja deine Verwandten. Nun gut, So, was gibt's denn? ich habe ein Willst du bisschen Kaffee haben? gerne. Raus, geradeaus durch, rechts, da ist eine Kaffeemaschine. Ah, die kommt mir also nicht entgegen. Schade. Nee, die hat keine Beine. Merkst du was, ne? Sollt ihr auch welche mitbringen? Ja, wäre super. Gut, gut. Ich komme mit 2 Tassen wieder und Ja, ihre ist der hat einen entsch. Sklaven, der Kaffee bringt. Entschuldigung. Es ist Kaffee. Das war auch nur ein Dafür bewegt man Scherz. sich auch mal ein paar Das Meter. war auch nur ein Scherz. Nee, das ist schon okay. Für Kaffee bewegt man sich. Es liegt nicht an dir, sondern am Kaffee. Nee, ich habe ein bisschen in letzter Zeit ein bisschen recherchiert. Ich habe ein paar Namen. Und die sollen sich hier in der Gegend aufhalten momentan. Ein Okay. gewisser Dr. Filfil Was ist eigentlich und dabei rausgekommen jetzt bei der ganzen Sache? Wenn ich fragen darf. Na, Tattoos, Knast, bla. sag ich ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich wollte dich gerade einweihen, du hast mich nur gerade Verzeih, unterbrochen. weih mich ein, Dr. Filfil. Genau, also. Die Tattoos, beziehungsweise die Farbe, werden halt von einem Dr. Filfil und einem gewissen dann Straßenkreuz hergestellt. Das heißt, die beiden muss ich noch finden. Und Okay. dann kriege ich wohl ein bisschen mehr Verbindung zu den Jungs. Gegebenenfalls haben die was mit der Wori zu tun. Mit welcher Worry? Der Falschen. Okay. Der Bösen. Hat der Typ das gesagt oder was? Die sind wohl in letzter Zeit in der Nähe von Moskau aktiv. Also außerhalb von Moskau. Okay. Wie Und haben gesagt. was mit der Worry zu tun, oder was? Ja, genau. Wie heißt die alte Wori nochmal, die andere Naja, Spielleiter? früher hieß es die wahre Wori, aber jetzt sind sie damit wohl auch nicht mehr zufrieden und eigentlich weiß keiner, wie sie sich nun nennen. Okay, die ehemalige wahre Wori. Ne, mit denen haben sie was zu tun anscheinend. Und die kreuzen wohl irgendwie in den Wäldern rum. Außerhalb. Und ich weiß nicht genau, was sie da machen. Auf jeden Fall arbeiten die wohl mit denen zusammen, mit den wahren Bori. Schlecht, aber es ist gut, dass du mir das Richtig. sagst. Genau. Dachte ich mir. Vielleicht habt ihr da ja schon was gehört, beziehungsweise habt ihr da ein Auge drauf oder müsst ihr ein Auge drauf haben, weiß ich nicht. Na, bis jetzt noch nicht, aber es ist auf jeden Fall gut, das zu wissen. Das kann gegebenenfalls mal interessant werden. Genau, und auf jeden Fall Dr. Filfil Was für Dor und was davon?
Noch nicht. Dann sollten wir ihm das vielleicht auch nochmal irgendwann stecken. Ich weiß nicht, ob er denn sagt, halte dich fern von denen. Und ich werde mich nicht fern von denen halten. Das ist mir bewusst, dass du dich nicht von denen fernhalten wirst, aber es geht auch prinzipiell eher darum, dass er Bescheid weiß, dass da irgendwelche Allianzen sind. Und du kannst dir getrost sicher sein, dass ich die Info jetzt dass ich die Info auch weitergeben muss, weil du dir ja durchaus darüber im Klaren bist, dass Ori unter anderem da draußen irgendwie zwischendurch mal rumcruise. Und je nachdem, wie die zusammenarbeiten, ist das vielleicht gar nicht so geil, weil es dann auch durchaus mal sein kann, dass da gegebenenfalls ich schrägstrich wir diejenigen sind, die eins aufs Maul kriegen sollen. Shit, stimmt, hast recht. Deswegen meine ich das halt. Also je nachdem, wie sie halt gedenken, der anderen Worry eins auf die Schnute zu geben, kann es auch durchaus mal sein, dass es nicht die Worry, also nicht Fedors Worry direkt ist, die da eins auf die Schnauze kriegen, sondern wir diejenigen sind, die da was aufs Maul kriegen. Sollen. Ja, da hast du recht, scheiße. Deswegen finde ich es gut, dass du mir die Info überhaupt gegeben hast, weil es tatsächlich von Relevanz sein kann. Wenn die Info alle so stimmen, ich meine, die haben jetzt irgendein alter Knastbruder, ne? Aber überhaupt, so, zumindest wenn solche Gerüchte existieren, ist das tatsächlich wichtig. Also, Richtig. ich will dir, weiß Gott, nicht im Weg stehen bei der ganzen Sache, die du da machst. Und wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du, dass du nur Bescheid sagen musst und ich helfe dir auch. Okay, Dankeschön. Aber wenn du solche Infos kriegst, dann ist das tatsächlich für mich sogar wichtig, weil das auch mein Arsch ist, der bei sowas mit dranhängt. Verstehe. Gut, ja, ich hatte daran noch gar nicht so weit gedacht, Deswegen dass. sage ich es dir ja jetzt. Ich meine, das sind ja auch durchaus Sachen, mit denen du eigentlich gar nicht so viel zu tun hast. Deswegen sage ich es dir halt. Also alles, was so den Konflikt der zwischen den beiden Worries angeht, sind gerade wenn es heißt außerhalb der Stadt und bla und sowas, das können auch durchaus mal Sachen sein, die möglicherweise auch mich was angehen könnten. Nicht müssen, aber könnten. Und Information ist auf jeden Fall wichtiger als keine Information. Ist auf jeden Ja, Fall besser. genau. Also wie gesagt, wenn du irgendwo bei Hilfe brauchst oder Infos, ist kein Ding. Ich helfe dir gerne. Ne? Aber das sind tatsächlich Sachen, die muss ich wissen. Gut. Nee, gut, würde ich sagen. Also, ne, ist Also noch nochmal, Gerücht. Dr. Philphil und wie hieß der andere? Das Straßenkreuzer. ist der Auftraggeber und Straßenkreuzer ist ein Kurier. Genau. Okay, und was willst du? Willst du was über die wissen oder willst du mit denen reden? Erstmal möchte ich was über die wissen und dann möchte ich wahrscheinlich mit denen reden. Weil ich werde, die Frage ist nur noch, wie ich die mit denen reden werde. Weißt du, wo die hauptsächlich unterwegs sind? Nee. Weißt du nicht? Mhm. Okay, dann. Na, wenn ich guck mal, ich sperre mal die Lauscher auf, wenn ich was mitbekomme, dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Klingt schon mal gut. Und dann werde ich gleich mit meinem Bruder reden und entweder reden wir zusammen mit Fedor oder du machst das alleine. Wir können auch gerne zusammen hinfahren. Okay, dann rede ich trotzdem gleich zuerst mit meinem Bruder, weil der gerade hier ist. Ja, das stimmt. Der sitzt auf dem Dach. Ich weiß. Das macht er jeden Morgen. Okay. Beauty. Ja, wenn du irgendwas willst, nimm dir was und ich geh mal kurz. Nö, ich nehme halt ein belegtes Brötchen aus meiner Tüte, die ich mitgebracht habe. Jo. Und trinken Kaffee. Sehr gut. Ja, Jojo geht raus, lässt die Zimmertür auch ein bisschen offen, das ist eigentlich ihr Wurst. Und geht zu ihrem Bruder. Ist der jetzt alleine da drin oder was? Ja. Dass der mir nicht auf den Boden kackt. Der hat Windeln an. Man weiß ja nie bei so Waldtieren. Wie gesagt, der hat Windeln an. Der hat mir aber gerade ein paar interessante Sachen gesteckt. Der ist irgendwie gerade noch bei irgendeiner privaten Sache dran. Auf jeden Fall meinte der, dass da irgendwie Söldnertruppen, die wohl auch nicht ganz ohne sind,
außerhalb von Moskau oder in den Wäldern irgendwie, oder kann nicht in den Wäldern, aber da irgendwie um Moskau rum irgendwie Theater machen. Die wohl mit der Worry zusammenarbeiten, aber mit der wahren Worry oder ehemaligen wahren Worry, was auch immer die jetzt sind. Die da gerade irgendwie im Clinch sind, also dass man da vielleicht mal ein bisschen drauf guckt. Nicht, dass sie irgendwann mal Ärger machen. Naja, aber die sind eigentlich aus dem ganzen, aus dem gröbsten Schmuggel- und Überfallsgeschäft raus, so seit einiger Zeit. Also, ich weiß nicht, einen Monat oder so, hat man nichts mehr von denen gehört. Ja, aber ich merk's nur deshalb an, wenn die Typen da irgendwie, also entweder haben sie länger gebraucht, um was zu organisieren, oder ich meine, dass hier eine Zusammenarbeit da ist, das wissen die auch. Und ich sag mal, wenn sie der Worry von Yegor mal eins auf die Schnauze geben wollen, dann müssen die das nicht direkt tun. Das reicht auch, wenn die denen mal eine Riesenlieferung versauen. Jo. Ja, ich will mal gucken. Die haben wohl, also wenn es dieser Trupp ist, um den es geht, die haben wohl irgendwie alle so ein komisches Tattoo, irgendwie so ein Infrarot-Tattoo haben die alle mit so einer ganz seltsam geformten 5. Warte mal. Jojo kann ihm das bestimmt kurz skizzieren, oder? Ja, Tja, hast musst du du eigentlich. Handwerk zeichnen? Ja, kannst du. Sie skizziert ihm das kurz. Okay. Also, keine Ahnung, wo die das meistens irgendwie wohl angeblich auf dem Arm oder keine Ahnung, muss aber glaube ich nicht sein. Kann auch woanders sein. Also, nur falls man sowas mal sieht, haben die mit den Typen zu tun. Alles klar. Na, ich werde mal gucken. Ja. Ach so, Moment, OT, kennt Vlad sich mit den scheiß Kurieren aus? Nee, ne? Wer ist denn da Naja, eher? sagen wir es mal so, Kuriere gibt es halt einfach 100 Trilliarden. Naja. Mehr als Schläger noch. Na Moment, wer ist denn hier das Kontaktmäuschen? Du? Ja, aber Ist nicht ganz falsch. das stimmt. Ansonsten weiß ich nicht. Du kennst sie doch alle besser als ich. Das stimmt. Na, Jojo klappert mal die Leute ab, von denen sie Okay. glaubt, dass sie da Infos kriegen kann. Also sie kennt ja auch in Donskoy und was weiß ich nicht, was kennt sie ja eine Menge Typen. Ja. Da würde sie. Würfel mal Charisma und verhandeln. Delhi! Sag mir, wie viel Würfel. Ja, Ach so, ach, stimmt. verhandeln? Wirklich? Ja. Okay, warte. Würfel mal 6 Würfel, bitte. Drei Erfolge. Siehst du? Läuft bei dir. Läuft super bei mir. Das Ding ist, sobald Jojo, also sobald Flummi gut würfelt, wird Jojo überproportional viel mehr nützlich. Das muss ich erstmal einplanen. Wenn ich jetzt so einen Run mache, dann muss ich einplanen, dass Jojo auch wirklich Dinge gelingen, die sie eigentlich kann. Das ist nicht so leicht für mich. So. Jahrelange Erfahrung spricht dagegen eigentlich. Sie. Lass mich mal kurz über deine Connections drüber lungern. Nein, drüber illern, sagt man hier. Du meinst die, die noch in meinem Illern. Charakterbogen stehen? Ja. Und nicht die, die so im Laufe der Zeit noch dazu oder weggekommen sind? Ich dachte, die sind einigermaßen aktuell. Naja, das Ding ist, dass wir irgendwann viele Kontakte gar nicht mehr irgendwie Das ist genauer mir doch definiert vollkommen haben. bewusst, dennoch. Ah, Ilda Missin, der war gut. Na klar, ich bin da drin. Ich weiß zwar nicht warum. Ich glaube, weil du ihn irgendwie Ja, bedroht hattest. weil wir den irgendwie nochmal brauchten. Jo, als du so überlegst, wer dir hilfreich sein könnte, fällt dir ein, dass Sashi-Spatz irgendwann mal was von einem Typen bekommen hat, irgendwie von wegen Schnappes, aber in kistenweise und etwas günstiger, sag ich mal. Und den hat er wohl Straßenkreuzer genannt. Sehr geil. Weiß aber nicht mehr genau, wie er aussah und alles und weiter, weil das Ding ist, Sascha hatte dann halt sehr günstigen Schnaps da in großen Mengen. Und das eine führte zum Schade. anderen und er hat sich was ein bisschen was verdient und du hast ja einen schönen Abend verdient, du weißt ja, wie es ist. Na, die Frage ist, der muss ja dann zumindest noch wissen, wo er das irgendwie her hat. So, irgendwer hat Das. diesen Typen ja angerufen, Naja, so. Sashi Spatz, da könnt ihr ja beide hingehen. Ach so, das meinst du ja, Das okay. meinte ich damit. Hier fällt nur ein, das ist ein guter Ah. Kandidat.
Juti, ich glaube, wir gehen mal, machen mal eine Tour zu Sascha. Der ist wahrscheinlich jetzt gerade noch wach. Noch, ja. Könnte Okay. gut sein. Juti, dann auf geht's. Nee, kommt an. Wir Ja, sind da. Jojo klopft mal an der Bar. Tür auf, Sashi Spatz steht da, er ist wohl noch wach. Morgen. Mahlzeit. Nee. Doch, ich habe ein Brötchen mitgebracht. Nee. Dann nicht. Nee, Leute, echt, jetzt, also. Na, die Wahrscheinlichkeit, dass du noch wach warst, ist relativ hoch gewesen. Deswegen dachte ich, ich nutze die Gelegenheit. Dauert auch nicht Nur einen lange. kleinen Absacker. Ich grinse ihn an. Wie viel Geld habt ihr denn dabei? Ich war ein Scherz. Ich wollte eigentlich nur labern. Ich mach keine Scherze. Was ist mit dir kaputt? Ich will Trinkgeld, und zwar so viel, wie ich letzte Nacht nicht bekommen habe, aber mir zustünde. Ansonsten könnt ihr euch einfach direkt verpissen. Ich gebe jetzt keinen Schnaps aus, nur weil ihr früh um Du 10 sollst auf auch. die Idee kommt, euch jetzt die Hucke voll zu Es ist saufen. früh um 8. Früh um 8 die Hucke voll zu saufen. Ehrlich gesagt ging's uns darum auch gar nicht. Und dann pennt ihr wieder in meinem Kabuff, kotzt und stinkt alles voll, bestellt Hey, eine wir haben Pizza sauber in gemacht. meinen Schrank und was weiß ich nicht alles. Zum einen haben wir hinterher wieder sauber gemacht. Ich bin ja der liebste und beste Mensch, ne? Aber irgendwann ist auch mal gut, echt jetzt. Oh, Sashi. Du bist echt ziemlich besoffen. Ich bin überhaupt nicht besoffen, ich bin scheiße müde. Ach so, sag das doch, dass der müde ist und nicht besoffen. Der klang so besoffen. Das lässt sich auch nicht immer auf den ersten Blick unterscheiden. Nein, aber auf den Und der ersten stinkt halt Riecher, wenn er nach direkt vor einem Nee, steht. der ist, hat in der Bar gearbeitet. Ich Naja, meine, das gut. stinkt doch alles nach Schnaps, wenn da ein bisschen was verkippt wird und alles und der ganze Mock. Pass auf, Sashi. Können wir kurz reinkommen? Nur über meine Leiche. Wir haben ein paar Das Fragen und lässt sich es wäre nett, einrichten. wenn wir das nicht zwischen Tür und Angel besprechen müssten. Fickt euch. Er geht rein. Lässt aber die Tür offen. Ja, sie geht hinterher. Jo. Ich schließe hinter mir die Tür. Das ist aber nett. Ote, er kriegt als Dankeschön irgendeinen Schnaps, den er schon lange wollte und den er sich irgendwie nie gegönnt hat. Goldkrone. Dann kriegt er Goldkrone. Was? Warum hast du ihn denn Ich so? hasse ihn überhaupt nicht, aber wenn du mir sagst, das ist Goldkrone, dann kriegt er Wie Goldkrone. kannst du das denn ernst nehmen? Du trinkst heute noch eine, dafür sorge ich, ey. Als Strafe. Nein, er kriegt irgendeinen Schnaps, den er wollte und Ah sich nie ja. gekauft hat, als Dankeschön. So, Gut. pass auf. Es geht um einen Typen, mit dem wir ganz dringend mal reden müssten. Und zwar hat er dir, oder kann ich mich daran erinnern, dass er dir irgendwann mal was vorbeigebracht hat. Der Typ ist, das ist ein Kurier, der nennt sich irgendwie Straßenkreuzer oder sowas. Hast du eine Ahnung, wo oder wie ich den Typen erreichen kann? Oder bei wem ich nachfragen muss. Sagst du mir das auch? Jo, kann ich machen. Das ist nett. Der arbeitet als Dingens. Weißt du, was ich meine? Nee, Kurier. Hier, Kurier. die Viecher kaputt machen, du weißt schon. Kammerjäger. Genau. Und er arbeitet da bei Rabutnik. Und dann macht er nebenbei noch so kleine lustige Sachen. Okay. Und das siehst du, bestellst dir einen Kammerjäger. Man sagst dir, dass du den haben willst, weil du mit dem gute Erfahrungen hast. Und der schnell und pünktlich und effizient war. Und du hast die dicksten Ratten in ganz Moskau. Okay, und wen bestelle ich mir dann da? Ach so, ja, das ist ja gar nicht sein richtiger Name. Sein richtiger Name ist nämlich Nikolai. Und Nikolai, weiter? weiter? Das muss ich kurz nachgucken. Twerkov. Okay. Weißt du noch irgendwas über einen Typen, für den der arbeitet? Irgendein Dr. Phil-Phil oder so ein Scheiß, wie der sich nannte? Nee. Nee. Okay. Dann will Keine ich Ahnung.
Ich dachte, der arbeitet für niemanden, sondern macht das halt nebenbei. Und seine Torte ist irgendwie die Rezeptionstelefonistenschlampe, die dann halt Bescheid weiß, wenn du was sagst, und der macht halt sein eigenes Ding. Okay, Ich meine, kann auch ein. das ist ja nichts Großes. Der bringt da halt, weißt du, so kleine Sachen. Okay. Keine Ahnung, Keine deswegen Ahnung. frage ich. Nee, Dr. Phil, wer soll denn da sein? Was weiß Bist du ich, sicher, dass irgendein. er nicht Dr. Phil heißt Kann auch sein, keine oder so? Ob du Ahnung. das von einem Stotterer gehört hast, denk doch mal mit, Alter. Ständig muss N ich für ihn mitdenken. Das ist zum nee, Kotzen. Stotterer war es auf jeden Fall nicht. Kennst du Okay, denn komm. Dr. Phil? Nee. Keine Entschuldigung. Ahnung, Alter. Vielleicht ist Aber das es ja auch nicht da. klingt aber nicht so bescheuert. Komm, wir lassen dich mal pennen. Kriegst morgen ein kleines Dankeschön. Nee. Morgen krieg ich ein großes Dankeschön. Kriegst morgen ein großes Dankeschön. Jawohl. Alles klar, dann bis morgen Abend. Wieso das denn? Ach so, Damit ja, du wegen dem Dankeschön. ausgeschlafen hast. Wegen dem Dankeschön. Boah, krass. Jo, bis dann. Jo, danke. Tschüss. Und runter von meinem Rasen. Jo. Er hat aber keine exakten 3 Zentimeter, sagt sie noch im Rausgehen. Dann wird dir eine Bierflasche hinterhergeworfen. Klirre. Jojo erschreckt sich ziemlich. Ich beobachte Jojo besorgt ein bisschen, wenn die so zusammenzieht. Alles easy bei dir? Ja. Mhm. Dreht dann noch mal kurz den Kopf in Richtung des Werfers, geht dann aber auch raus. Gut. So, wir gehen jetzt als allererstes zu Fedora. Finde ich eine gute Idee. Es ist jetzt auch spät genug, dass wir da langsam hin können, glaube ich. Ja, denke ich auch. Jojo ruft Fedora an. Ja, ihr könnt hingehen. Also, das wisst ihr ja nur mit ihrem Telefon ausmachen, das passt schon. Naja. Guten Tag, was kann ich für euch tun? Guten Morgen. Ich Ja, weiß moin nicht, moin. ob du was für uns tun kannst oder wir für dich. Also vermutlich Oh, kannst du. ich bin, ihr könnt wieder mal was für mich tun. Dann würde ich sagen, ihr wollt eine Mandeltart. Das stimmt. Er gibt euch ein Stück Mandeltart. Das Eismachgerät vom letzten Mal, also die Eismaschine ist weg. Dafür ist so ein Mini-Gourmet-Ofen da. Cool. Nicht schlecht, Dankeschön. Danke. Also. Also ihr wollt mir wieder Geld in den Rachen werfen und ich soll euch dann dafür irgendwie ein Zehntel abgeben. So war das doch ausgemacht, oder? Das ist auch ein schlechtes Tauschgeschäft. Ja, nur solange ihr nichts, nur solange ihr was davon wisst, ne? Ach so, Verdammt. Deswegen solltest du uns das nicht Moment. erklären. Ah ja, so war das. Memo Aber. an mich, beim nächsten Mal Taschenrechner einschalten. Nein, ich habe, also mir ist etwas zu Ohren gekommen, das dich eventuell interessieren könnte. Und Mal raus damit. deswegen bin ich hier und wollte es dir sagen. War die Alte doch nicht schwanger? Welche Ich Alte? wusste es, ich wusste es. Bei den Bitches musst du aufpassen. Die versuchen dir nämlich immer eine Schwangerschaft anzusagen. Nee, Mann, Witz, Mann. So, was? Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Was hast du jetzt gehört, meiner? Soweit ich weiß, habt ihr gerade ein kleines Problem mit, wie nennen die sich jetzt? Also früher nannten sie sich die Warnwori. Ich habe gehört, dass die Jungs Unterstützung kriegen sollten von ein paar. Na, es ist ein Gerücht, aber sollten Söldnertrupps die unterstützen im Ausland, im Umland von Moskau. Darüber werden wir nicht sprechen. Gut. Nur rein hypothetisch wollte ich dir nur sagen, Ja, dass ist ich da okay. Das ist ein alles Gerücht okay. gehört Das ist habe. alles okay. Das ist okay. Gut. Hab ich euch eigentlich schon die Fotos von Cassiopeia gezeigt? Nein, hast du Ich noch glaube nicht. nicht. Auf einer Skala von 10 bis 10, wie interessiert seid ihr? 10. Ah, ich wusste es! Ihr holt, 11. oh, oh.
Oh, jetzt aber nicht übertreiben, das nimmt ja so keiner ab. Er zeigt euch Fotos von sich und seinem stolzen Vogel. Wir haben lange genug über diesen Vogel gesprochen, bis du dich dann entschieden hast, ihn dir zuzulegen. Die Skala ging doch nur bis 10. Weißt ja, du? Und? Nein, das kann nicht immer mehr als 100% geben, das ist Quatsch. Also hier? 110%, das hat man mir beigebracht. Ah ja, da, du? Ja, und dann hier, da, auf, im Flug und zack, Maus tot. Bäm. Cool. Jetzt zeigt euch so ein paar Fotos. Also ich meine, es ist offensichtlich, dass ihr so lange euch die Fotos zeigt und über das Tier redet, bis eure Mandeltart verspeist ist. Mhm, sehr gut. Du lässt dich Zeit. Jo. Dreckige Nutte. Gut, dann wird er... Sie fragt danach, ob er den Vogel auch schon auf Kaninchen trainiert hat oder bisher nur auf Mäuse. Er könnte, aber ich wollte nicht. Ach so, warum nicht? Sehr gut. Die kleinen Schneekaninchen. Ja, aber das gehört zu... Kleine Kaninchen? Was ist denn mit den kleinen Schneemäusen? Die gehören zu den ganzen normalen Beutetieren dieses Tieres. Das ist kein Problem. Ja, das darf die ja auch jagen. Also die darf das ja auch jagen. Aber ich muss ja nicht dann sagen, hier, hol Kaninchen, sondern... Ja, aber Abendessen. Ja, das kannst du ja auch machen, aber ich will das nicht als Befehl haben, verstehst du? Ach so. Das macht sie ja sowieso. Okay. Ja, es reicht eigentlich, wenn du ihr den Befehl jagen beibringst und die weiß schon, was sie sucht. Ja, aber wenn ich dabei bin, kein Kaninchen. Wenn ich dabei bin, kein Kaninchen. So einfach. Aber wo ich gerade mal hier bin. Du leckst unwahrscheinlich. Ja. Kennt ihr schon so einen 2997er Ping? Ja, wir haben eben Bekanntschaft mit ihm gemacht. Bei mir kam nur die Hälfte an, glaube ich. Ich glaube, es wird aber auch gerade wieder besser. Also ich bin bei 2000 noch irgendwas. Bei ihm? Nein, also bei 2000, bei 2000 noch irgendwas haben wir Bekanntschaft gemacht, weil ich habe keine Ahnung, was dahinter kam. Also, nee, es müsste aber jetzt wieder gehen, sein Ping ist wieder runter. Schön. Schön, schön. Redet er jetzt überhaupt noch? Ich weiß nicht, ob er redet. Package lost. Deine Mutter, die habe ich auch geknallt. Und zwar geil. Ja, man kann die wieder hören. Ich weiß. Sehr gut. Also ich bin bei 2009 was. Der Witz ist, vermutlich, da das meine Audiospur ist, ist es alles normal drauf. Auch ohne Dings. Irrelevant. Es ist also folgendermaßen, wenn ihr dabei ist, wird kein Kaninchen hier gejagt. Das kann sie machen, wenn sie frei hat, ne? Schön. Wenn dein Chef da ist, guckst du ja auch nicht irgendwie über die Matrix-Pornos an, sondern machst mal ab und zu so das, was er halt will. So, und in der Freizeit dann die Pornos. Ihr kennt meinen Chef nicht. Naja, gut. Okay. Also Jojo liefert sich mit ihm, also sie lässt sich Zeit für ihre Tat, aber sie lässt sich immer Zeit beim Essen. Dann muss ja, nach und, der Hälfte des Kuchens fragen, was bei dir halt so abgeht, weißt du? Da ist verdammt. Das ist Pech. Ja, bevor das Gespräch in Stocken geraten würde, würde ich ihn wirklich nach dem Dr. Phil fragen. Achso, ja. Wie heißt der? Dr. Phil. Wie schreibt man das? Keine Ahnung. Dr. Phil. Wie Phil, nur zweimal. Ich glaube nicht, dass das von Philosophie kommt. Nee, aber Phil ist ein Name. Ja, ich wie weiß. Philipp. Aber... Vielleicht ist es auch Philosophie, Phil. Man weiß es nicht. Du klingst gerade echt unglücklich. Nee, ich suche einfach nur nach sowas Bescheuerten wie Dr. Phil. Vielleicht hat er was mit dem Polen zu tun und vielleicht auch mit dem Straßenkreuzer. Oder der Straßenkreuzer. Bei dem Polen wurde Jojo ein kleines bisschen, kurz ein kleines bisschen hellhörig. Wenn kriegt. Also, zieht die eine Augenbraue hoch oder wie versteht man darüber was? Ja, also ich sage mal, sie hat ihre Aufmerksamkeit während des Gesprächs. War nicht zwingendermaßen auf euch gelenkt, dann guckt sie dich aber kurz an.
als du den Namen sagst. Dann kriegst du eine Nachricht übers Com. Hm? Der ist... Sagt ihr denn nochmal was? Nachricht zurück später. Okay. Dann kriegst du auch wirklich nur einen Kate zurück wieder. Also hier steht... Achso, das macht dann bitte 100 nur hin. Hier steht Dr. Phil. Vermutlich Hehler und oder Schieber. Okay. Jo, ihr kennt sich also doch. Also da steht noch ein bisschen mehr, aber das ist alles sinnlos. Meister, Wissenswertigkeit, Hehler merkte. Nützt dir nix. Doch. Nee, nützt dir nix. Schade. Wenn ich es dir doch sage, dass es dir nichts nützt, der ist auf keinem... Du weißt ganz sicher, dass er auf keinem Hehlermarkt war, auf dem du warst. Ja, das mag sein, aber das heißt zumindest, dass man irgendwie gucken kann, ob man den Typen findet. Es geht um dreckiges Abklappern von Leuten, wenn man keine Nähe... Jo, das Ding ist, meiner Ansicht nach funktionieren Hehlermärkte so, dass da hauptsächlich kleinere Hehler sind. Ne? Nicht die, die ein bisschen krasser haben... Also, was heißt ein bisschen krass, aber halt eher so die kleinen. Und genau, die, die wirklich einen soliden Kundenstamm haben und ein solides Einkommen, die gehen nicht auf so einen Markt, weil das immer mit einem Risiko verbunden ist. Überfall, Kontrollier, Polizei und so ein Scheiß, halt immer dumm. Mhm. Weißt du? Auch die Kleinen haben immer mal eine Perle und das lohnt sich, dass sie nicht hinzugehen. Aber trotzdem. Es geht nicht darum, dass der Typ da hingeht, sondern es geht darum, dass... Dass ihn jemand kennt? Nein. Okay, da. Ja, das gut. Ding ist, das ist unmöglich. Wie viele Leute willst du denn abklappern? Naja, ich sag nur, dass das eine Möglichkeit wäre. Das hätte Jojo auch nicht zwingendermaßen selbst gemacht. Alle. Nur bei den Leuten, die sie vielleicht gekannt hätte, aber. Ich wollte es nicht nur weißt, was er hielt, ist es halt echt ziemlich. Ja, okay. Ja, aber der Merkmal ist ja meistens auch spezialisiert. Ich habe 100 Nuyen dafür ausgegeben. Was weiß denn der, der liebe Herr? Bitte? Nochmal was? Ich habe gerade 100 Nuyen dafür ausgegeben. Ich möchte jetzt alle Informationen, die dieser junge Mann mir über Phil geben kann. Mhm. Ja, ein paar davon kann ich dir nicht sagen. Das mit den 100 Yen war auch ein Witz, du Wurst. Wenn ich Infos rausgebe, dann kosten die doch nicht nur 100 Yen, Alter. Ja gut. Das, was hier steht, das kann ich dir nicht sagen. Aber das ist auch nichts, was irgendwie dir irgendwie weiterhelfen würde. Okay. Hier steht, was nicht bekannt ist. Hauptsächlich. Mhm. Weißt du, wir haben nicht liebevoll zu jedem von euch irgendwie ein paar Textzeilen, sondern wir haben eine scheiß Tabelle, ne? So. Verstehe. Ja, das ja, meines bedeutet gut, viele Böses meines bedeutet schlecht. Ja, und manchmal ist da auch ein Kreuz dann. Das ist richtig schlecht. Hm. Oder, Kreuz in den Augen meinst du? Kreuz in den Augen von dem Smiley meinst du? Ja, genau. Oder ein Totenkopf dann. Es gibt einen Totenkopf-Smiley? Ernsthaft? Ich hab's schon seit Ewigkeiten danach. Hä, bist du blöd? Hast du mal Folgendes probiert? Du nimmst Matrix, ne? Das ist dieses Ding, was uns alle verbindet und fernhält voneinander. Und dann nimmst du eine beliebige Suchmaschine. Hab ich. Öffnest du den Probzer. Ja, aber der sieht scheiße aus, den es da gibt. Totenkopf-Smiley. Da hast du 197.000 Einträge. Aber die sahen alle scheiße aus. Jojo, hier geht's ums Geschäft. Hier geht's nicht darum, ob der Totenkopf-Smiley gut aussieht, sondern nur, dass er in die Tabelle passt. Na gut. Die Stimmung ein bisschen auflockern. Hat nicht funktioniert. Wir reden hier über das Geschäftliche. Bitte mach das draußen. Mann. Nee, also es ist wirklich sinnlos. Okay, gut. Hast du eine Adresse oder sowas von dem? Nee. Comlink immer? Nee. Hm. Schade. Okay, aber wir wissen schon mal, dass das ein Hehler-Schieber ist. Hm. Dann weiß ich ja schon mal mehr als gerade eben. Das ist doch schon mal schön. Na gut, pass auf. Ja. Er ist uns nicht negativ aufgefallen, das ist schon mal das Erste. Er hat sich auch mal brav verhalten und wenn da was anstand, was er machen musste, dann, also hauptsächlich Zahlung oder so, dann war das auch immer pünktlich und normgerecht und ganz toll. Der Typ, wenn der irgendwie schiebermäßig Leute auch vermittelt, dann werden das wohl die Leute sein, die hauptsächlich zu ihm gehen, weil sie halt nichts mit uns zu tun haben wollen. Okay. Warum höre ich mich bei dir eigentlich selbst? Weil ich mich beim Aus selbst höre. Schäme dich, Junge. Hä? Ja, ja. Ich muss immer einen Knopf drücken, damit, Na, ich weiß schon, aber wenn wir beide den Knopf gleichzeitig drücken, dann haben wir so ein ganz geiles Echo und dann spritze ich immer ab, weil ich mich selbst höre, weißt du?
Das ist schon so ein bisschen geil, ja. Ja, aber das ist halt hinderlich. Da kann ich nicht denken. Es tut mir leid. Ich Aber verzeih dir. eigentlich solltest du dich nicht selber hören. Ich habe Headset auf. Verrückt, die Kurs. Richtig. Sehr seltsam. Dann kündige das doch nächstes Mal an, wenn du redest, dann drücke ich den Knopf nicht. Na? Ich hoffe, das war laut. Nee. Schade. Ich habe dich runtergeregelt. Das hier ist Schwein. Scheiße, das heißt, ich könnte deine Aufnahme vermutlich zur Not nicht mehr benutzen. Oh Gott. Idiotie. Doch, eigentlich schon. Nee, das ist dann immer noch mal ein bisschen anders, aber es ist vollkommen egal. Also du klangst auf meiner Testaufnahme eigentlich okay. Ach so, okay, na dann alles geil. Nur da du relativ laut bist, habe ich dich halt ein bisschen Was runtergeregelt. soll das eigentlich heißen? Dass du halt relativ häufig relativ laut bist. Alles klar. Könnte passiert sein. Wenn die mich auch immer so auf die Palme bringt, was soll ich denn machen? Juti. Oh, warte, ich muss es zurücknehmen, ich habe das wieder auf Null gestellt bei dir. Hoho. Das ist wohl nur ein Spielabend ein bisschen gerastet. Mir fallen auch so ein paar ein. Easy. Gut. Gut, Fedor abgehakt. Yep. Zum Gut. Straßenkreuzer wusste ja nichts, hast du, ne? Achso, Straßenkreuzer. Also, ja, der Straßenkreuzer. Und zwar. Ist ein Kurier und heißt Nikolai Zwerghoff. Richtig. Kann dir noch sagen, dass es ein kleiner Fisch ist und dass er schon mehrmals Probleme hatte mit seinem eigentlichen Arbeitgeber, weil der zum Teil so halbwegs gesteckt hat, was gerafft hat, was der da eigentlich nebenbei macht. Er hat ein paar Verwarnungen und sein Gehalt wurde massiv gekürzt und sowas. Und keinen Urlaub. Aber ihn zu bestrafen lohnt sich für den Konzern mehr, als seine Nebenaktivitäten zurzeit noch zu beenden, weil sie halt in so geringem Strafmaß sind. Das heißt, es würde Rabutniks ansehen, nicht so krass schaden, wenn der rausfindet, dass da so ein kleiner Typ irgendwas macht. Aber wenn sie ihn bestrafen, kriegt er so viel weniger Gehalt und arbeitet so viel mehr, dass es sich einfach lohnt für den Konzern. Läuft. Richtig geil. Und das ist ja eine Familie. Die müssen ja auch die Familienmitglieder, die es gerade schwer haben und im Leben sich noch nicht richtig gefunden haben, ihren Platz, so wie Jojo, dann auch ein bisschen schützen, ne? Das kann man verstehen. Zumal Ja. die es dann ja auch nicht Hat ich schwerer das gerade haben. echt gesagt? Nein, das war alles eine Outgame-Erklärung mit meinem eigenen Flavor. Okay. Ich dachte schon gerade, woher der das weiß. Stimmt, Tivori weiß bestimmt relativ wenig über dich. Na, die wissen wahrscheinlich viel, aber das war halt, ne? Vielleicht das nicht. Vielleicht. Easy. Wir können erstmal einen Cut machen, Kinder. Könnte man? Können wir machen. Machen wir jetzt auch. Könnte man Oh, die auch. Wege trennen sich wieder. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir doch einen Cut. Jojo horcht noch nach, was so geht. Du wolltest mir noch sagen, was du von dem Polen weißt, Ah ja, wenn wir draußen so. sind. Na, ich kenne den Typen. Du kennst den Typen. Ja, ich kenne den. Okay, wer ist der Typ und warum kennt man den? Man kennt den nicht, ich kenne den. Und Ein guter Guy, schlechter Guy. bisher Good Guy. Okay. Dann bleibt es auch hoffentlich gut geil. Was ich machen kann, ist, dass ich mal mit ihm laber. Wenn du willst, erkläre ich ihm, worum es geht. Wenn nicht, dann kann ich ihm auch einfach sagen, dass du vielleicht mal mit ihm reden willst. Ob er dann mit dir reden will oder nicht, wird sich zeigen. Das kann ich dir aber Okay. nicht versprechen. Aber Was für ein. das ist keiner von den Typen, die man dazu zwingt. Das sage ich dir direkt. Okay. Was ist denn für eine Profession, die er hat? Na, sagen wir, ich mache ab und zu mal Geschäfte mit denen. Das war mir schon klar, aber die Frage ist, inwiefern ist das Waffen. ein. Okay. Okay. Kann sich ja nicht schaden, dich kennenzulernen. Ja, wie gesagt. Nun, er guckt dich ein bisschen bedröppelt an. Es ist nicht ganz so einfach, weißt du? Es gibt, also der Typ ist schon ziemlich dick im Geschäft. Das ist schlecht. Weil
Also Leute, bei die an dir. starke und viele Waffen kommen, haben oft was mit Söldnern zu tun. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich Na, nicht. pass auf. Der Typ ist schon ziemlich dick dabei. Und das ist einer, also ich habe mich bisher mal relativ gut mit ihm verstanden und ich würde auch gerne, dass das so bleibt. Denn das ist einer von den Leuten, mit denen man sich echt nicht verscherzen sollte. Verstehst du, was ich meine? Deswegen kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass dieser komische Typ, über den man, also wenn der Shiba oder Hela nicht echt eine Nummer ist und wenn das so eine Nummer im Waffengeschäft wäre, dann hätte ich zumindest schon mal von dem gehört. Und das habe ich nicht. Dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die was miteinander zu tun haben. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Okay. Und der Pole hat eigentlich, soweit ich weiß, nichts mit Waffenlieferungen innerhalb Russlands zu tun. Beziehungsweise in Westrussland. Ich komme aus Ostrussland. Ja, also. Also wenn der Pole ist, hat er wahrscheinlich eher was mit Westrussland zu tun, oder? Ja, also sagen wir mal, in Russland liefert er eigentlich kaum Waffen, soweit ich weiß. Der, klar, durch, ja, aber eigentlich verkauft er die da nicht. Okay. Wie gesagt, ich kann mal mit ihm reden. Ob er mit dir spricht, kann ich dir nicht versprechen. Es ist die Frage, was soll ich ihm erzählen? Was willst du, dass ich ihm erzähle? Ich würde am liebsten das Tattoo, also und die ganze Geschichte da rauslassen, weil wenn er was mit denen zu tun hat, dann wissen die dann sofort. Und Na, na irgendwas wirst du dem sagen müssen, verstehst du das? Also spätestens wenn du mit ihm redest, wirst du das sagen. Also entweder gebe ich ihm das vorab und dann sagt er ja, okay, weil ich muss ihm irgendwie, er wird wissen wollen, weil er dich nicht kennt, wird er wissen wollen, weshalb du überhaupt mit ihm sprechen willst. Und dann sollte sich das zumindest wichtig genug anhören, dass er irgendwie überhaupt mit dir redet. Hm. Das ist eine schwierige Situation. Ich weiß, dass es eine schwierige Situation ist. Wie gesagt, Und ich war bisher relativ grün mit dem Typen, aber es ist halt auch schwierig, ne? Ich habe eher beruflich mit ihm zu tun, klar. Und nur also ich damit sag es mal, klar ist, bevor du mich mit, die also Wahrscheinlichkeit, dass er mit dir redet, ist relativ gering. und bevor du mich mit ihm bekannt machen möchtest. Sollte dir im Klaren sein, wenn er ein dieses Tattoo trägt, ist er ein toter Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie drauf geachtet. Ich hätte es auch so nicht gesehen, wenn ich gewollt hätte. Aber ich glaube es auch nicht. Ich wollte es nur vorher angemerkt haben. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit. Also der war eigentlich die meiste Zeit seines Lebens nicht mal hier auf dem Kontinent, sondern auf einem ganz anderen Kontinent. Also, es ist unwahrscheinlich. Richtig. Wie gesagt, es kann gut sein, dass er nicht mit dir redet. Ich weiß es nicht. Ja, Soll ich ich muss. überhaupt nachfragen? Das ist die Frage. Soll ich überhaupt nachfragen? Wenn ja, muss ich wissen, was ich ihm sagen darf oder soll. Richtig, ich muss mir darüber noch Gedanken machen. Okay, mach dir darüber Gedanken. Wie gesagt, dass dieser Dr. Philphil wirklich was mit dem zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Denn dann wäre der auch in dem Geschäft und dann hätte ich von ihm gehört. Dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dann hätte ich von ihm gewusst. Also entweder ist der ein so kleiner Fisch, dass der tatsächlich irgendwie, also dass ich deshalb nichts von ihm gehört habe. Das ist die eine Möglichkeit, aber dann hat er auch nichts mit dem Typen zu tun. Oder der versteht sein Handwerk wirklich richtig gut, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, denn dann würde da irgendwas echt schief laufen. Also, verstehst du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass der Pole die Antwort ist auf diese ganze Geschichte. Und ich weiß auch nicht, ob wir diese Quelle wirklich anzapfen sollten. Möglicherweise nicht, nee. Und das, was Behalten ich wir sie dir erstmal nach jetzt, hinten raus. ja, genau, und das, was ich dir jetzt gesagt habe, hast du auch nie gehört. Was habe ich nicht gehört? Danke.
Okay. Also wenn der Schieber ist oder irgendwie sowas, dann ist er auf jeden Fall nicht im Waffenbereich. Da bin ich mir sicher. Ja, wir finden den schon und Oder dann. halt außer mal eine Knarre oder irgendwas. Dann hätte der auch mal mit uns zu tun gehabt. Das hatte der aber nie. Wir finden den schon und wir werden mal mit dem reden. Mit dem Dr. Pfiffel. Und dann schauen wir mal. Das ist auch. Ich bin über die Tattoos reingekommen, also es kann auch einfach sein, dass der was mit den Tattoos zu tun hat. Das ist gut möglich. Ne? Also das ist halt, dass der gar nichts mit dem Schieber an sich zu tun hat und dem, dass das einfach nur ein Gerücht war. Dass ich nicht Wahrscheinlich. dem, dass man vielleicht im Knast nicht dem gesagt hat, sondern den Russen oder wie auch immer, den Polen. Ne? Also den, das kann man schnell mal verwechseln. Ja, gut möglich. Ich weiß es nicht. Eben. Wir werden es erfahren. Karavan ist ein dreckiges, kleines, mieses Verräterschwein. Das ist schön. Der kann ja auch nicht immer nett sein. Der muss ja auch mal, irgendwann muss ja auch mal das Tier raus, ne? Das ist ja ganz wichtig. Ja. So ganz sage ich dann eh, glaube ich, nächstes Intro nochmal was. Von daher lasse ich das einfach. Und ansonsten, letztlich ist ja gar nicht so viel passiert. Na, ich war ja eher dann noch so ein bisschen rumgebödelt, was ja auch vollkommen okay ist. Und ja, von daher, die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Und für alle rechtlichen Fragen, hier Videobeschreibung. Und dann gucken wir mal, was nächste Woche so passiert. Ob Kaban einfach weiterhin gemütlich ausrastet. Auf Wiedersehen.